Kürzlich bereits am 7. Februar war in Bremen-Nord ein großes Highlight, und zwar dort im Groner Bad. Die Rettungsschwimmer der DLRG Bremen trugen dort ihre Landesmeisterschaft aus. Wie das ausgegangen ist, sehen Sie im Bericht von Christian Auerbach und Frank Harris. Herzlich willkommen im Hallenbad Bremen-Gron zu den Bremer Landesmeisterschaften im Rettungssport. Die jungen Rettungsschwimmer, die sonst dafür sorgen, dass wir ein sicheres Badevergnügen in Bremer Seen und Flüssen haben, treten heute in einem sportlichen Wettkampf gegeneinander an, um zu zeigen, was sie so drauf haben. 41 Schwimmerinnen und Schwimmer sind heute hier zu sehen. Eine davon haben wir uns rausgesucht und begleiten sie durch das Turnier. Ja, und da haben wir sie bereits. Jana Schröder, 15 Jahre alt, die sich auf ihren Wettkampf vorbereitet. Auf die Plätze, fertig. Dieser Wettkampf beginnt mit 25 Meter Freistilschwimmen. Hinten auf dem Beckenboden werden Sie gleich eine orangefarbene Puppe erkennen, die es gilt aufzunehmen und mit einem Gewicht von 40 Kilo zurück zum rettenden Ufer, in diesem Fall ist es der Beckenrand vom Groner Hallenbad, zu ziehen. Ein paar Schwimmzüge noch, dann ist auch Jana im Ziel, und wie sehr diese 50 Meter in die Muskeln gehen, das können Sie ihr sehr gut am Gesichtsausdruck ablesen. Eine andere Wettkampfsportart möchten wir Ihnen jetzt noch vorstellen. Hier sehen Sie, dass die Schwimmerinnen alle mit Flossen ausgestattet sind und sie haben einen Auftriebskörper auf dem Rücken geschnallt. Jetzt geht es zunächst los mit 50 Meter Schwimmen. Dabei löst sich der Auftriebskörper und wird hinterhergezogen. Auf dem Rückweg sammeln die Schwimmer dann eine Puppe ein, verbinden sie mit dem Auftriebskörper und ziehen sie ebenfalls noch einmal 50 Meter durchs Wasser. Die beiden Unterschiede zwischen dieser Sportart und dem Wettkampf von Jana Schröder zuvor, das kann sie uns am besten gleich selbst im Studio erzählen. Aber zunächst hatten wir sie hier bei uns vor der Kamera. Ich habe mir jetzt einmal Jana aus dem Wasser geholt. Jana, erzähl, wie war es im Wasser? War gut. Du hast jetzt hier einmal 50 Meter retten geschwommen. Würdest du einmal für uns alle erklären, was das bedeutet? Ja klar, also beim 50 Meter retten startet der Schwimmer und schwimmt 25 Meter Freistil, nimmt hier im Flachbereich die Puppe auf und schleppt sie dann 25 Meter zu den Startblöcken zurück. Würdest du uns einmal erzählen, wie schwer so eine Puppe ist? So eine Rettungspuppe wiegt 40 Kilo. Das ist schon einiges an Gewicht. Würdest du einmal für uns erklären, wie bist du zum Rettungsschwimmen gekommen? Du wirst wahrscheinlich nicht hier im Verein angefangen haben. Nein, also hier im Verein habe ich mit dem deutschen Jugendabzeichen Gold angefangen. Und davor war ich in einem normalen Schwimmverein und habe dann irgendwann zur DLRG gewechselt, weil mich das Rettungsschwimmen fasziniert hat und ich mich dafür sehr interessiert habe. Welche Aufgaben hast du außerhalb von solchen Turnieren? Also ich mache auch gerade eine Ausbildung zur Einsatztaucherin. Und ansonsten helfe ich auch beim Training der kleineren Rettungssportler und helfe dienstags auch bei der normalen Schwimmausbildung. Und wo findet man dich als Rettungsschwimmer im Sommer? Am Gramkow Sportparksee. Dort mache ich in den Sommerferien und auch an sonnigen Tagen Wachdienst. Dann noch als abschließende Frage, was hast du als Zukunft mit dem Schwimmen so vor? Also ich möchte auf jeden Fall weitermachen, auch in den nächsten Altersklassen Wettkämpfe bestreiten und so mich halt auf den Sommer im Wachdienst vorbereiten. Dann bedanke ich mich, wünsche dir noch viel Erfolg für das Turnier und wir sehen uns dann im Studio. Dankeschön. Und damit verabschiede ich mich aus dem Hallenbad Bremen-Gron. Und übrigens, wie heißt der beste Verein der Welt? Ja, soweit der Bericht von Frank Harris und Christian Auerbach. Vielen Dank dafür, war mal ein Applaus wert, also wenn Sie Nachmittag da im Groner Bad. Wir haben so viele Zuschauer heute Abend hier, rappeldicke voll, das Westend. Jetzt aber zu unseren Gesprächskästen hier, die Jana Schröder, die wir eben schon im Bild gesehen haben, ist hier auch nochmal zur Nachfrage im Studio, und Philipp Pastulka. Philipp, ich darf mit der Dame anfangen. Das ist nun ein typisches Gerät. Warum kriegt das jemand um gerettet zu werden? Genau, also das ist ein sogenannter Gurtretter. Den benutzen wir halt, also es ist ein Rettungsgerät, den benutzen ja, wir halt. Red ruhig weiter, ich mach's hier mal wieder ab. Wenn wir Leute zum Beispiel, verunfallte Leute retten.
Einmal, wenn Leute noch bei Bewusstsein zum Beispiel sind, können die sich einfach daran festhalten und wir helfen ihnen dann zurück an Land zu kommen. Oder halt, wenn die Person schon bewusstlos ist, dann kann man den halt wie eben da einhaken und halt so zurückziehen. Aber eine Person, die agiert doch, wenn sie gerettet werden will, die hat auch Panik. Wie stellst du die ruhig, damit sie überhaupt abgeschleppt werden kann? Also ganz wichtig ist, dass man die Person anspricht und beruhigend auf sie einredet, ihr erklärt, dass man ihr helfen will. Und dann halt wirklich ein bisschen auf Sicherheitsabstand gehen und wenn die Person bei Bewusstsein ist und panisch ist, ihr den Gurtretter erstmal hinreichen und ihr sagen, dass sie sich dran festhalten kann. Okay. Ja. Philipp, warum ist das so wichtig, sowas zu üben und dann auch unter Wettkampfbedingungen? Ja, grundsätzlich sichert die DLRG in Bremen ja alle Badeseen ab in der Hauptsaison vom 15. Mai bis 15. September und genau zu dieser Zeit sind dann unsere Rettungsschwimmer also im Einsatz, auch schwimmerisch, und da ist es natürlich wichtig, dass sie fit sind. Und deswegen gibt es die Landesmeisterschaften in Bremen im Rettungssport. Also das heißt aber auch, ihr wollt euren Leuten beweisen, dass sie sich auch gegenüber anderen Gemeinschaften beweisen können, als wenn ich jetzt Handball, Fußball spiele, irgendwie so ein Saisonspiel, wenn man so will. Gibt es das nur einmal im Jahr? Das ist in Bremen bisher nur einmal im Jahr möglich. Es gibt die Landesmeisterschaften, aber geplant sind natürlich auch mehrere Wettkämpfe, also Vergleichswettkämpfe die Saison über natürlich. Und Jana, du hast jetzt gut abgeschnitten. Da geht's denn für dich da weiter, dass du jetzt irgendwelche weitergehenden Meisterschaften machen kannst? Ja, genau. Also mit meiner Mannschaft habe ich mich für die deutschen Meisterschaften im Herbst qualifiziert. Okay. Und dann die DLRG bezahlt die Hotelkosten oder ist das auch alles? Nein, also dort übernachten wir in den Schulen, also in dem jeweiligen Bundesland, sind dann Herbstferien. Okay. So, und dann habt ihr uns hier noch diese große Puppe mitgebracht, so ungefähr. Ich glaube, die soll 40 Kilo wiegen. Oh ja, nee, 40, wenn das Wasser vielleicht drin ist, dann 40 Kilo. Weniger. Also leer vielleicht weniger. Warum ist das wichtig, mit so einer Puppe zu üben? Das simuliert halt den Ernstfall. Also zum Beispiel bei den Disziplinen der höheren Altersklassen simuliert die Puppe halt den die zu rettende Person. Und deswegen üben wir halt auch mit der. Aha. Wie war denn euer Bezirk SC Bremen-Nord erfolgreich auf dieser Meisterschaft, wenn ich mal fragen darf? Ja, also im Landesverband Bremen, müssen wir sagen, sind wir im Bundesdurchschnitt eher Mittelfeld. Aber hier in Bremen ist traditionell der Bezirk Bremen-Nord sehr stark. Das liegt einfach daran, dass dort auch sehr viele Menschen Rettungsschwimmen machen. Hängt das mit den Badeseen zusammen, die ihr betreuen müsst? Gramkow Sportparksee wurde eben erwähnt. Ja, wir haben in Bremen-Nord nur einen Badesee, der also auch abgesichert wird. Und im Bezirk Bremen-Stadt sind das allein 8. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, aber ich glaube, das liegt einfach so an der Gewichtung. Mhm. Ich sehe hier gerade so eine Maske, eine Tauchmaske. Was hat das Tauchen jetzt für euch zu tun da? Da tauchen kann man ja nicht irgendwelche Leute retten. Über die normalen Badeseen hinaus haben wir in Bremen noch 3 Tauchzüge. Das sind die einzigen Tauchzüge neben dem einen der Feuerwehr und die werden dann also 24 Stunden alarmiert. Okay. Die fahren raus, wenn Leute in Not sind im Wasser. Ja. Was ist deins, da auch mal mit rumzuflossen, mit den Flossen zu agieren, um da zu tauchen oder so? Also die Flossen, das sind jetzt unsere Wettkampfflossen. Ach so, hier, okay. Die benutzen wir für Wettkämpfe. Gibt es da verschiedene Arten von Flossen generell? Ich sehe immer nur welche im Wallabad, wenn die Samstagmorgen bei mir schwimmen. Ja, also es gibt natürlich jetzt die Wettkampfflossen, mit denen schwimmen halt wir. Ja. Dazu muss man sagen, bei denen ist das Training sehr wichtig, weil die halt ein hartes Blatt haben und dadurch halt Training erfordern. Ansonsten natürlich ganz normale Flossen und es gibt natürlich auch Tauchflossen, die speziell fürs Einsatztauchen und sowas sind. Letztes Wort von dir jetzt. Warum sollte man sich der DLRG Bremen-Nord anschließen und diesen Sport betreiben oder auch diesen Wachdienst auf den Seen? Weil es einfach Spaß macht, sich da zu engagieren und ich finde, es ist auch sehr wichtig, weil durch den Rettungssport zum Beispiel bereiten wir uns ja auch auf die Saison am See vor und selbst wenn man noch nicht der beste Schwimmer ist, kann man das halt bei uns lernen und dann auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel das Tauchen, der Wettkampfsport oder halt zum See gehen. Philipp, Frage danach, anschließend danach, wenn einer Interesse hat, kann er ab Mai zu euch zum Gramkow Sportparksee in den Turm kommen und sich da für Interesse dann mal melden? Also und wie läuft das? Er kann uns über verschiedene Wege erreichen. Wir sind in den sozialen Medien unterwegs, Facebook ist da ein Stichwort. Wir haben eine Website, über die man uns kontaktieren kann per Mail und er kann auch jetzt schon zu unseren Rettungswachen kommen, wenn die dann samstags besetzt sind. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich. Macht weiter so. War ein tolles Event mal für euch zu berichten. Lasst mal wieder von euch hören in losen Abständen. Würde mich freuen, wie mal wieder was für euch zu machen. Es geht nun weiter, meine Damen und Herren.